Hallo liebe Eltern, hier ist die Frau Kleeberg. Für die, die mich jetzt noch nicht kennen aus unserem ersten Video, heiße ich euch jetzt herzlich willkommen in Reutnitz in der Stotteritzer Straße 85. Als allererstes möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Eltern bedanken, die nach dem ersten Video, was wir gestartet haben, unsere Probiertüten so super angenommen haben. Wir waren wirklich in der Güte unseres Herzens ganz, ganz dolle beeindruckt, dass das wirklich so gut angenommen worden ist, dass die meisten sich freuen, dass wir jetzt auch hier vom Schuhwidu nicht nur in Gohlis sind, sondern auch hier in Reutnitz, dass die Eltern auch die kürzeren Wege haben. Haben wir uns wirklich riesig gefreut, wir waren sehr beeindruckt. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür an alle Eltern. Es war wirklich ganz super. Leider ist es ja nun so, dass sich dann der ganzen Situation hier noch nichts geändert hat. Deswegen haben wir jetzt dann heute mal gedacht, wir machen heute mal einen kleinen virtuellen Ausflug mit euch, weil wir haben zwar sehr schöne große Schaufenster, die auch nur für Kinder ausgerichtet sind, aber das, was wir so im kleinen Detail haben, würde ich euch jetzt gerne mal in so einer kleinen virtuellen Durchgang mit euch mal ganz einfach ein paar kleine Details zeigen und mal ausprobieren. So, und los geht's, meine lieben Eltern, weil wir müssen ja immer im kleinen Alter, fangen wir ja erst mal an mit Laufen. Und dann kommt man mit mir mit. So, bei uns geht's von der Schuhgröße von der 19 bis zur 24 für unsere ganz, ganz Kleinen. Ihr seht auch, wir haben hier Däumeling, Philly, Buntgart, Frodo, alles, was das Kinderherz begehrt. Und was immer ganz wichtig ist, das Willi wird auch sehr begehrt für die Barfußschuhe. Wir haben natürlich aber auch Kinder, die ein bisschen viel Babyspektrum an die Füße, ne? Für dick, für klein, für schmal und für groß. In allen möglichen Farben. Selbstverständlich haben wir auch schon noch einen winzigen kleinen Auszug, dann auch schon für unsere Frühjahrskollektion. Hier von unserem kleinen Frodo, das natürlich herzallerliebst ist. Ha? Wunderschön. Hm? Für die Mädchen natürlich, ist klar. Für Regenwetter sind die kleinen Mäuse auch schon ausgestattet, weil es gibt auch in den kleinen großen herzallerliebste Gummistiefel. So, ach hier, das müsst ihr unbedingt gesehen haben, wenn es früher richtig losgeht. Ja, das sind die Mädels natürlich dann auch voll schick. Hier haben wir dann unsere Jungsabteilung, auch ebenfalls von der Größe von der 19 bis zur 24. Frühjahrsmodelle, auch in allen Farben, weil bei den Jungs haben wir gemerkt gehabt, wird jetzt auch neuerdings grün, blau und braun sehr, sehr gut angenommen. Und dafür gibt es dann auch noch von Manga unsere Hausschuhe mit der Kautschuksohle, die natürlich auch rutschfest ist, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, damit unsere kleinen Mäuse nicht so auf dem Laminat und überall so ein bisschen rumschusseln. So. Und dann gehen wir auch schon in die nächste Ecke. So, und los, liebe Eltern, los geht's. Folgt mir mal ein bisschen. So, hier fangen wir jetzt an von der Größe 25 bis zur 39. Alles, was das Jungen- und das Mädchenherz begehrt. Wie ihr auch sehen könnt, haben wir selbst hier oben in Rosa, in Bordeaux-Farben, in Türkis, wunderschöne Farben, schon wirklich alles fürs Frühjahr ausgestellt. Das ist dann aber hier die Abteilung für Junge und für Mädchen. Nur, dass ihr es jetzt erstmal von der Farbe her seht. Und dann seht ihr auch wieder, das ist Däumling, Coel, das Lurchi. Ist wirklich für groß, schmal, kleine Füße wirklich gedacht. Einige Eltern haben ja bestimmt auch schon Erfahrung gemacht mit den Produkten. Und deswegen auch möchte ich es auch nochmal erwähnen. Unser Warensortiment nimmt sich nichts von dem, was die Frau Noack in Gohlis hat. Das ist in beiden Geschäften ein und dasselbe. Da braucht ihr keine Angst haben. Na? Hier, was jetzt auch wichtig ist für die Eltern, wo es jetzt auch wieder losgeht, wo die Kinder wieder in die Schule müssen, in die Kita oder zur Tagesmutti. Hausschuhe haben wir das volle Programm, von der Feuerwehr angefangen, bis zum Frosch, bis zu den Tieren, alles, was das Kinderherz begehrt. Hier auf der Seite ist dann auch noch dieser, das was keiner hören will, diesen Übergangsschuh, ne, gern genommenes Wort. Geht aber auch darum, gerade bei Frodo, du hast Obermaterial richtig Leder. Ne, kann man auch ein bisschen variieren. Gibt es auch unterschiedliche Modelle, wo du noch ein bisschen Bäppchen Schnürsenkel hast. Ne, ist wunderbar. Oder für die ganz faulen Jungs natürlich immer wieder gerne genommen mit Klettverschluss.
So, und jetzt gehen wir rüber mal noch in unsere Accessoire-Ecke, weil Ostern steht ja vor der Tür. So, liebe Eltern, und jetzt sind wir bei uns hier an der Accessoire-Ecke. Ihr kennt ja bestimmt auch das Problem, ist Ostern, wie gesagt, steht nämlich vor der Türe und Omi und Opi wissen ja auch manchmal nicht heutzutage, was sie den Kindern Gutes tun müssen, außer vielleicht eine Schokolade oder ein paar Gummibärchen. Da könnt ihr das ja diesmal ein bisschen andersrum machen. Wir haben nämlich auch schon, was immer gerne genommen wird, die Socken. Na, mit Silikon, alles was die Stoppersocken sind. Die werden ja gerne zu Hause bei den Mäuschen angezogen. Für den Jungs, für die Mädchen in allen Farben. Hier schon mit ein bisschen Urlaubsfeeling. Man weiß ja nicht, wann wir noch mal in den Urlaub kommen. Mit einem Flamingo und ein bisschen Strandfarben drauf. Die Mützen auch schon, dann auch die Loops. Und es gibt auch schon Strumpfhosen und Leggings. Na? Wo wir auch schon komplett vorbereitet sind, aber da verrate ich noch nicht ganz so viel. Wir haben ja auch in der Frühjahrskollektion auch schon ein paar Kopfbedeckung mit dabei, die auch mit UV-Schutz sind. Ist wichtig dann für die ganz Kleinen. Na? Aber damit warten wir mal noch ein bisschen. Man munkelt, der Sommer soll irgendwann kommen, aber wir machen das ein bisschen Stück für Stück. Was jetzt aber noch schön ist, weil das Schnuddelwetter beginnt ja auch noch. Und da kann ich euch mal noch 1, 2, 3, 4, was so niegelnagelneu ist, auch noch unsere Gummistiefel präsentieren. Gibt es auch in allen Größen von der 24 bis zur 35, falls der ein oder andere Erwachsene entscheidet sich auch für einen Gummistiefel, damit es Pfützespringen mit den Kindern noch ein bisschen mehr Spaß macht. Na? Ich hoffe auch, ich konnte euch ein kleines bisschen von Ideen, ein bisschen Anregung zeigen. Unseren Tresen, wo wir dann eigentlich so zum geschäftlichen Teil kommen, bleibt ja alles ein bisschen aus. Also, wenn ihr Wünsche habt, wo ihr jetzt auch noch sagt, wir hätten noch ein paar Ideen, das könntet ihr gerne noch mit ins Sortiment reinnehmen. Da sind Frau Noack und ich wirklich ganz, ganz offen. Und alles, was ihr jetzt hier gesehen habt, auch an Accessoires, das tun wir euch auch gerne mit in die Probiertüten mit rein. Na? Ich hoffe, euch hat euch ein bisschen der Rundgang gefallen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so gelauscht und zugespannt habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich werde euch immer auf dem Laufenden halten, was bei uns hier im Lädchen so passiert. Also bis dahin und eine schöne Zeit euch.